Ton geht? Ja, kannst. Ton passt. Gut, wunderbar. Ja, servus ihr Lieben da draußen. Heute mal wieder eine neue Produktpräsentation. Ja, ihr wisst, wir haben ewig gebastelt, haben meiner Meinung nach ein echt geiles Equipment für euch rausgebracht. Ich liebe es wie immer, schon hätte ich es ja nicht getan. Ich hoffe, ihr genauso. Warum haben wir das gemacht? Also, ich fange mal beim Scotty Booster an. Ihr wisst ja, viele von uns, vor allem ich, wir sind ja echt draußen viel unterwegs. Ich persönlich bin viel in Bergen auch gerne, wenn ich denn mal Zeit habe. Und da ist natürlich diese neue Expedition-Serie bei mir quasi in die Sohlen reingeschustert. Ich liebe auch den Scotty Basic, der alles löst. Aber jetzt können wir noch mal ein bisschen spitzer. Und wenn wir draußen sind und das über mehrere Tage und wir haben kaum noch Barbecue oder Premium-Sachen dabei. Und dann geht es um Suppen kochen, Kaffee kochen, Tee kochen, warmes Wasser hier und da. Und da gibt es ja bislang ganz viel am Markt. Nur, ich habe mir gedacht, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und wir haben ja gesehen, dass eben seit eben diese Stoves entwickelt wurden, sich eigentlich gar nichts getan hat. Und somit kamen mir ein paar Ideen und so sind wir an die Sache ran. Natürlich wieder komplett kindlich und spielerisch und ja, haben lange entwickelt. Und dann irgendwann hat es uns gebissen, dann wollten wir es auch unbedingt wissen. Ja, was soll ich sagen? Ich finde deinen schönsten, es ist auch ein Stück Lifestyle, flachsten, echt heißer, mit Premium-Material produzierter Stove. Das wollten wir tun. Es ist nicht der leichteste, aber meiner Meinung nach der schönste. Und er hat auch ein paar mehr Funktionen als das bislang am Markt etablierte. Und deswegen freue ich mich natürlich riesig, dass das Ding endlich im Laden liegt und ihr da auch zulangen könnt, weil ich glaube, ihr habt einen deutlichen Mehrwert. Ne? Und nicht nur, weil er schön ist, sondern er kann auch ein paar coole Sachen mehr als die anderen. Ja, und darüber hinaus habe ich dann eben auch noch, ja, gerade zu Covid, muss dazu sagen, ich bin kein Hobo-Gucker, aber ich verstehe das und habe das auch schon oft gemacht. Und ich finde das auch ein völlig adäquates Equipment. Für mich persönlich, und das reite ich rein wertfrei nur für mich, in dem Moment, wo ich einen Hobo-Gucker brauche, würde ich sagen, brauche ich gar nichts, auch wenn die ultra leicht sind. Also habe ich mir überlegt, ohne dem einen irgendwie was nehmen zu wollen, wenn wir doch denn auch ein bisschen Ultra-Adventure-Bereich draußen sind und ich ja für mich persönlich keinen Hobo nutzen möchte, oder sehe die Sinnigkeit darin nicht, da habe ich mir überlegt, dann bauen wir doch ein Hobo mit ein bisschen mehr, dass in dem Moment, wo ich denn auch dann Funktion möchte, wenn ich sie denn brauche, dass ich sie habe. Und deswegen ist damit auch der Scotty Mini entstanden. Ne? Logisch, ihr kennt ja unsere Produktserie, das ist einmal der Scotty Basic, der Alleskönner, für alle geil, A4. Dann haben wir den großen, den Max A3. Und das ist natürlich eine logische Konsequenz. Ich mag es ja gerne einfach, dafür stehen wir ja auch. Und jetzt kommt eben ein A5. Das ist ein sehr, sehr geiler Zweimann-Barbecue-Kitchen-Outdoor-Funktionslöser. Der kann ein bisschen was, damit können wir backen, damit können wir aber auch sehr, sehr viel in den Volumina von verschiedenen Kochutensilien eben auch generieren. Aber der hat eine Besonderheit, der hat nämlich auch eine Gasfunktion und da schließt sich der Kreis wiederum zwischen dem Booster und dem Mini, weil der Booster und der Mini, das sind eigentlich ja, ein Stück weit Geschwister, die sehr selbstständig sind, aber doch sehr gut miteinander agieren und deswegen ist der Booster quasi die Gaseinheit bei heißen Outdoor-Tagen, Nächten draußen, wo das Feuer nun mal zu riskant ist, haben wir die Gasfunktion. Und mit der Gasfunktion vom Mini haben wir meiner Meinung nach mit einer der ersten wirklich brauchbaren Grills für draußen entwickelt. Weil wenn wir uns eben diese ganze Prepper Ultra Outdoor Bereiche anschauen, dann gibt es da die Möglichkeit zu grillen, aber so richtig eben nicht. Und da meine ich jetzt nicht Pfannen oder Sonstiges, sondern wir haben auch damit einen richtig guten Grill für euch entwickelt, den man gerne nutzen darf. Also, fühlt euch frei wie immer und jetzt habe ich richtig Bock, euch ein paar Gimmicks von dem Zeugs zu zeigen. Dafür sind wir heute hier und voller Stolz präsentiere ich euch die Geschwister Booster und Mini. So kann man sie zusammennageln, so kann man sie super ins Gepäck packen. Viele von euch werden aber auch ganz oft draußen sein und werden sagen, oh, heute mache ich nur mal ein Süppchen oder einen Kaffee. Deswegen haben wir hier, wir sagen immer, diese Tabakbox, so früher das Original, genau das gleiche Format, wo wir früher die Kippen reingedreht haben. Und gleiches Format haben wir jetzt hier für unseren Booster. Der Booster
ist meiner Meinung nach, und ich habe gründlich recherchiert, der flachste Stove, den es jemals am Weltmarkt gab. Wir produzieren den Booster auch in einem 304er Edelstahl. Meiner Meinung nach gibt es das nicht. Wir haben gut recherchiert. Wenn ihr was findet, gerne her damit. Und ein paar Besonderheiten hat er eben auch. Und da haben wir lange dran getüftelt, weil ihr kennt mich, ich wollte es nur so haben. Und nur so war es dann halt doch ein bisschen schwerer. Und da verstehe ich auch, warum die anderen Hersteller das bislang noch nicht gemacht haben. Wir sind stolz, weil wir damit eben auch die Ersten sind. Und warum, das zeige ich euch. Ich starte mit dem Booster. Der Booster ist in einer super kleinen Planflasche verpackt. Ihr seht das alles, da ist alles drin. Übrigens zeige ich euch heute auch mal meinen getesteten Booster, weil ihr wisst, 304er Edelstahl verfärbt sich auch gerne, wenn es heiß wird. Und der Booster ist heiß, deswegen gar kein Stress, sondern ihr hört ja oft in den Kommentaren, ey, 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 warum ist euer Zeug immer so neu? Und wenn wir gegrillt haben, sieht das doch ein bisschen gebraucht aus. Schaut mal her, das ist das Goldstück, das ist mein persönlicher Booster und so sieht er aus. Und weil er eben so heiß wird, hat er eben hier diese golden, blauen, lilanen, schönen Erdtonfarben. Ich liebe es. Und was kann der Booster besonders? Tra-da-da-da! Wenn wir ihn aufmachen, dann sehen wir eben nicht einfach nur herkömmliche runde Lochmonster, sondern wir sehen meiner Meinung nach die beste Werbung, wenn es dunkel wird, weil dann haben wir schöne blaue Spitzen des Gases, die natürlich meiner Meinung nach auch die schönste und beste Automarke zum für Kochen und Grillen draußen präsentiert. Ihr werdet es lieben, ich bin mir sicher. Und ja, dann klappen wir ihn komplett auf. Ja, und dann haben wir im Endeffekt hier schon mal unser Setup. 1,6 cm hoch. Dann geht das Ganze in so ein Handy, Mobile Phone Format. Und wir haben eine längliche Variante, weil ich persönlich das auch immer gehasst habe, dass wenn ich mit einem Dreiarm, der dann eben vielleicht doch nicht ganz so customized für meine kleine Cafeterina oder Kaffeetasse war, immer Probleme hatte, die sauber zu positionieren. Das war sehr labil und das haben wir damit sowieso gelöst. Ja, und natürlich unsere Formatgebung generell. Es ist eine längliche Hitze, die hat sehr viele Vorteile und meiner Meinung nach das richtig geile Feature, das ist, dass wir hier einen eingebauten Windschutz haben. Also wir können das Ding eben gegen den Wind ausrichten und werdet merken, dass die Flamme nicht anfängt zu tanzen oder relativ stabil in auch echt spürbaren Windböen auf dem Grill oder auf dem Booster steht und damit haben wir natürlich einen wahnsinnigen Mehrwert. Wenn wir uns das Ding nochmal genau schauen und nochmal genau in die Tasche reinschauen, weil wir haben ja hier im Endeffekt die Möglichkeit, dann haben wir hier nochmal zwei weitere Bauteile. Was machen wir mit diesen Bauteilen? Die können zum einen das Ding, so wie wir es jetzt sehen, bullenstabil gestalten. Dazu hängen wir die Dinger oben ein. Schaut, das ist das Solmaß X. Und dann klappen wir das hier ein. Und somit haben wir natürlich eine wahnsinnige Stabilität, weil jetzt kann das Ding in keine Richtung mehr wegklappen, ne? So, zack, peng. Und damit ist es ultra stabil. Wir können aber in dieser Variante, sollten wir mal kleinere Tässchen haben. Ne? Ihr kennt das, wir wollen ja basteln und wir haben manchmal das eine und manchmal das andere mit. Dann können wir aber auch hingehen und können oben die Windschatz etwas verjüngen und es wiederum einhängen. Und dann haben wir hier eine customized, sehr, sehr stabile Ausgangslage. Aber auch natürlich, wenn wir das mal offen hier sehen, mit einem konischen Hitzeschub regelrecht. Aber natürlich trotz allem auch eine schmalere Auflagefläche mit wiederum der Option, etwas kleinere Dinge zum Heißmachen darauf zu stellen. Wiederum alles sehr, sehr, sehr stabil. Und das ist erst der Anfang. Was können wir mit diesen Dingern noch machen? Wenn wir die wieder hier rauspacken, dann haben wir natürlich mit diesen Teilen aber auch noch einen weiteren Mehrwert. Und das ist erstmal alles vorab. Wir können die auch nochmal andersrum hier reinhängen. Und ich liebe diese Funktion zum Beispiel super, super gerne, weil wir damit verschiedene Dinge machen können. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal mit einem Booster draußen gearbeitet habt, dann kennen wir das, dass der unten an dem Saugstutzen oder beziehungsweise am Düsenaustritt wahnsinnig heiß wird und das reduziert tatsächlich manchmal die Fähigkeit, Möglichkeit auch alltägliche Dinge zu machen, wie zum Beispiel toasten oder vielleicht auch mal auf längere Sicht etwas warm zu halten oder, ohne dass das abfackelt. Aber wir haben auch hier, und dazu muss ich einmal hier mir zwei Teile klauen, noch einen weiteren Mehrwert. Wenn wir jetzt hingehen
und möchten mal vielleicht morgens einfach uns ein paar Brötchen toasten, wie gesagt, die können auch so sein, dann können wir die auch wunderbar mit unseren Pikes weg von der Flamme auch gestalten. Und das ist eben auch eine echt easy Funktion, die doch in der Praxis richtig Laune macht. Wir können aber auch, und das liebe ich zum Beispiel mit unseren Pikes, wenn wir das Ding nochmal in den Ursprung den Ursprungssituation, Ausgangssituation bauen, dann können wir mit diesen Pikes, und dafür ist es auch genau gedacht, die können wir hier einlassen. Und indem wir die hier einlassen, haben wir natürlich noch eine schmalere Variante, diverse Dinge, eben auch schon noch kleinere Tassen oder andere Utensilien oder eine kleine Cafeterina hier drauf zu packen. Die steht stabil, wir haben überhaupt keine Sicherheitsdefizite und deswegen können wir zum Beispiel hier einmal mal schauen, wie so ein Ding hier dann eben auch draufgestellt werden kann, beziehungsweise die Tasse eben auch in der kleineren Variante gut stabil stehen würde. Aber ihr seht hier, es gibt einfach viele, viele Modis, die wir draußen gut gebrauchen können. Und deswegen das erstmal zu unserem Booster, der auch, und das kann ich schon mal so ein bisschen spoilern, echt ein geiler Eyecatcher. Es ist echt auch meiner Meinung nach so der erste Lifestyle Stove, den wir haben, der sieht richtig geschmeidig aus. Er ist in unseren ganzen Linien und so weiter. Aber das Ding kann noch einiges mehr, was eben auch peu à peu jetzt in die Community hereingetragen wird. Aber versteht auch bitte, dass so ein Produktlunch unglaublich viel Kraft und Energie kostet und auch Geld. Und wir wollen euch nicht überfordern. Und deswegen zeigen wir euch jetzt erstmal eine klassische Stove-Situation mit unserem Scotty Mehrwert, weil wir Bock haben, dass wir Dinge entwickeln, die auch weitere Lösungen etablieren. Und wir bauen ja nichts irgendeinem hinterher. Deswegen ist das unsere Goldene Challenge. Und alles, was wir bauen, ist so, wie wir es anbieten, nie da gewesen. Und darauf sind wir stolz. Ne? Und genau, das erstmal zu unserem Booster. Und seid euch sicher, folgt unseren Kanälen und dann werdet ihr über den Booster noch sehr, sehr interessante weitere Dinge für draußen erfahren. Vielleicht ist er kombinierbar noch mit ganz anderen Dingen. Vielleicht ist er drehbar, wer weiß. Aber ich kann euch so viel sagen, es ist alles einzigartig und so wie wir das eben gebaut haben, so nie da gewesen. Und das ist für mich natürlich, das öffnet mein Herzchen. Ne? Da poltert es wieder. Das erstmal zu unserem Booster. Nochmal, wie gesagt, das ist ein gebrauchter und so soll es auch sein. Und so sieht er aus und so hat er seine Geschichte. Und so könnt ihr das Ding auch mal wieder, weil es ist so robust und ihr merkt, wenn ihr es in der Hand habt, die Haptik ist unglaublich stabil. Das Ding ist vererbbar und da sind wir wiederum stolz drauf. Also, Booster Nummer 1. Und das Ganze ist nur vollständig, wenn ich euch jetzt sein kleines Brüderchen noch zeige. Ah, okay, Entschuldigung. Du hast recht. Also bei aller Laberei, das Ding braucht natürlich einen Connector. So ist er vollständig. Sorry. Sollen wir ihn mal anmachen vielleicht auch? Komm, einmal kurz, ihr seht das auch. Ich zeige euch mal die Modis, wie wir ihn vorschriftsmäßig anheizen kann. Einmal prüfen wir, dass er zu ist. Das haben wir getan. Und dann schließen wir eine EN417 Wanderkartusche an, in dem Fall natürlich wieder eine Scotty-Kartusche, schau dir mal hier. Und ja, dazu können wir zum Beispiel für die richtig groben Burschen und Mädels da draußen einen Firestick nehmen. Das machen wir jetzt einfach mal und dazu können wir den Booster einfach nur anmachen. Und dann ist er auch an, das war es auch schon. Jetzt ist es leider hell, deswegen seht ihr die Flamme nicht so sehr. Aber ich merke es auch schon im Gesicht, 2,2 kW. Na, das ist also wirklich richtig viel Leistung und das macht richtig Spaß. Ihr hört den aber rauschen. Ja, so genau, hier ist aber der Feuerbeweis. Und ich zeige euch mal noch eine Alternative, wie das Ganze funktioniert. Noch einmal ausgemacht und dann suchen wir uns ein herkömmliches Feuerzeug. Ja. Und mit so einem Feuerzeug, wo habe ich das Ding? Da habe ich das Ding, können wir natürlich auch super starten. Ne? Machen wieder an. Noch ein bisschen mehr. So, zack, Feuerzeug da reinhalten. Ihr könnt es sicher hier durch diese Anbauteile starten.
Da werdet ihr euch keine Fingerchen verbrennen und da brennt das schon wieder. Also herkömmlich wie jeder andere Stove auch. Auch hier wieder der Hinweis, wir haben natürlich keine Elektrozünder, weil alle Elektrozünder, die ich in meinem Leben irgendwann mal irgendwo an irgendeinem Material hatte, die waren nach kürzestem durchgefackelt und ich habe es einfach bereut. Deswegen, wir bleiben uns treu, das Ding, das startet ihr selber, so wie gerade gezeigt, oder mit dem Streichholz oder anderen Dingen und dann ist das auch eine saubere Sache und ihr müsst auf nichts warten, was nachher kaputt ist und eben euer Adventure ist dann eben entsprechend nicht so cool. Also, da sind wir uns treu geblieben. Das ist Booster, soweit erstmal von meiner Seite her. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht und weitere Funktionen, da füttern wir euch eben auch regelmäßig. Und jetzt erstmal Booster und ihr werdet ihn lieben, ganz bestimmt. So, das Ding einmal zur Seite und jetzt kommen wir nämlich hier zu dem anderen Kamerad. Und ihr wisst, das sind ja unsere Pikes, die führe ich jetzt auch immer mit. Die bauen wir natürlich immer nahe. Wenn ich aber hier diese Adventure mache, dann habe ich immer zwei von denen bei mir im Scotty Mini. Sei direkt auch mal klar gesagt, das gehört nicht zum Lieferumfang, sondern die liegen im Shop separat. Die sind auch für den Scotty Basic, für den Scotty Max, für alles drumheran, aber natürlich auch für den Scotty Mini. Und die sind hier, haben die auch noch mal eine Funktion. Jetzt kommen wir, erst erzähle ich mal ein bisschen noch mal zu unserem Scotty Mini. Steckbar, ihr wisst, alle schönen Dinge im Leben, die sind nun mal zum Stecken und deswegen halten wir uns daran. Und es ist ein A5-Format, das heißt halb so groß wie der Scotty Basic. Und es ist ein Produkt, was natürlich hervorragend für längere Fahrradreisen sind, was hervorragend zum Skifahren und Snowboarden ist. Das kann der Basic auch. Aber wir haben hier nun mal auch nur 1,5 Kilo und das macht natürlich echt den Game Changer. Und ich spüre noch weniger im Gepäck und habe trotzdem alle Funktionen und er ist auch customized für unsere Scotty Boxen. 2,5 Liter oder die 1 Liter, mit der können wir mit dem Ding echt wieder krasse, viele coole Sachen zaubern. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Und zwar starten wir wieder, wer hätte es gedacht, mit Dreiecken. Ihr wisst, wo die Dreiecke sind, ist der erste zusammensteckbare Move und dann ist auch alles weitere ganz leicht. So, jetzt haben wir hier ein süßer kleiner A5 stehen, Edelstahl 304, sei dazu gesagt, wir haben rausgefunden, dass der eben nicht die 1,1er Dicke braucht, um Gewicht zu sparen, haben wir ihn auf 1,0 runtergezogen. Der Rost allerdings bleibt bei 3 mm, weil der braucht Feuer und weiß der Deivel, was ihr draußen für ein Feuer gestaltet. Dementsprechend brauchen wir hier natürlich auch entsprechend einen dicken Rost. Wenn wir weitergehen, merkt ihr aber auch schon, hier ändert sich unsere Scotty-Welt zu der Expedition und dem Brennerrohr im Basic oder Max. Ihr seht, dieses Format der Ausprägungen des Bodens ist ein Format, was genau es zulässt, den Booster da reinzustellen. Ich stecke das mal hier rein, alles Weitere erklärt sich quasi gleich in der Logik des weiteren Erläuterns. Wenn wir jetzt das Ganze zusammenschieben, haben wir auch noch mal hier eine kleine Veränderung, weil wir haben hier den Mechanismus angewandt, den wir auch beim Deckel haben. Und somit ist das Ding jetzt verriegelt. Warum? Zeige ich euch. Das erste Kopfteil lasse ich jetzt erstmal raus. Das Abschreibblech fürs Gas lasse ich auch mal raus, weil wir haben ja eben auch ganz ausführlich gesagt, dass wir hier eben auch eine Art Hobo haben oder eine schön belüftete Feuerstelle für draußen. Ich weiß, Feuer ist einfach magisch und wunderschön, deswegen lasst uns Feuer machen, wenn die Gelegenheit auch da ist. Es schenkt uns Wärme und gibt uns viele Optionen. Wenn wir aber nun hingehen und wollen ein Holzfeuer machen, haben wir hier in dem Scotty Mini eine Fireplate inklusive. Darauf könnte ich jetzt mit kleinen Stöckchen mir konzentriert mein Feuer starten. Und dieses Fireplate lässt sich sehr gut belüftet hier in den Scotty Mini einführen. Dieses Fireplate lässt sich übrigens hervorragend auch mit der Scotty Tong, Camping Tong für unsere Boxen bedienen. Und damit wir grillen können oder andere Dinge machen können in dem Fire-Prozess, mit der offenen Kopfzeile, dann legen wir jetzt hier unseren Rost ein und durch die Verriegelung des Bodens wie der Deckel ist alles ultra stabil und ich kann hier mein Feuer entsprechend kontrollieren und wir haben eine sehr, sehr saubere Sache und durch den A5er Rost 3 mm einen richtig wunderschönen Barbecue, einen Grill,
eine Küche, ein was auch immer ihr braucht, mit extrem Mehrwert. Und das ist bei einem herkömmlichen Hobo auch in irgendeiner Weise herführbar. Aber hier seht ihr, das passt alles ineinander und ist auch extra dafür gebaut. Und das, finde ich, solltet ihr mal ausprobieren, weil es macht einfach mehr Laune. Ne? So, jetzt gehen wir aber weiter in dieser Geschichte. Das heißt, wir gehen erstmal mit dem Holzfeuerplate wieder raus. Wir entriegeln unseren Rost und wir öffnen den Boden. Und jetzt gehen wir in unsere Gasfeuerfunktion, wo wir natürlich ein Abstrahlblech brauchen. Und ihr seht, das ist eben besonders modifiziert, wenn wir uns den Booster da nochmal daneben holen. Das heißt, wir müssen bei tropfenden Dingen ja dafür sorgen, dass entsprechend nichts auf unsere Brennstelle, wie mit dem Booster, da ist der sensibel, geht. Und dafür haben wir diesen Abstrahler. Und der Abstrahler, der kommt hier rein. Ich mache es mal anders, damit ihr erstmal seht, wie das Ganze nachher zusammengeführt wird. Schau mal, einmal hier in dem Trockenmodi seht ihr, wie das gedacht ist. Das ist das Brennerrohr. Heiß genug, das schießt heiß genug, weit nach oben. Da ist also überhaupt keine Defizite der Hitze. Und damit wir, weil ihr es mit Abschreibblech gleich nicht mehr sehen könnt, könnt ihr euch das aber so jetzt hier sauber vorstellen, wie es gedacht ist. Also Abstrahler rein. Dann wieder wie beim Scotty Basic sammeln wir das Abstrahl ein, gehen dann mit dem entriegelten Boden wieder zurück und wir hören dann auch, ups, wie der zack, ne, nicht zack, so jetzt verriegelt. Und wie gesagt, dann gehen wir hin, stellen den Booster an einen schönen, sauberen, stabilen Ort. Und jetzt habe ich einen Gasgrill, portabler Gasgrill, der wiederum jetzt verriegelt wird. Und wir würden jetzt quasi den Booster starten und können dann unseren Scotty Mini darauf stellen. Und dadurch habt ihr einen vollwertigen Gasgrill. Der hat viele, viele Funktionen. Zum einen, wenn wir uns mal die 2,5 Liter Wasserbox nehmen, haben wir nur 1 Liter dabei. Scheiße. Muss mal aus. Wo, die, habt ihr? So, also, ja, wir Pfeifen haben leider ein Utensil vergessen. Man kann es ja auch mal live hinzufügen, so ist das nun mal. Aber nun geht's weiter. Also, was wollte ich euch jetzt hier noch mal ganz so kurz zu erklären? Und zwar, ein Scotty Mini, Mehrwert, unsere Scotty Boxen. Erstmal zeige ich euch mal, dass wir hier am Abstrahlblech haben wir 4 kleine Nasen, weil das ist natürlich leicht gewölbt. Diese 4 kleinen Nasen sind vor allem für eine Sache da, weil wir auch zum Beispiel jetzt hier unsere Scotty Box echt tief genug reinbringen in einen echt massiven Hitzeschub, gleichzeitig gepaart mit einem massiven Windschatten. Und damit können wir natürlich massiv Hitze erzeugen, was natürlich auch draußen uns hilft, schnell energiearm Wasser zu erzeugen oder heißes Wasser zu erzeugen zum einen. Wir können aber auch hingehen und können zum Beispiel, nehmen wir mal hier jetzt unsere Pikes, können wir auch, und sie sind eben auch für den Mini Customize, können wir auch echt geil Spieße auf dem Teil grillen. Und wenn ihr da vielleicht, die sind normalerweise 6 im Lieferumfang, wenn ihr aber 2, 3 mitnimmt, dann ist das für so eine Ultra-Outdoor echt eine geile Sache, ob Fisch, ob Gemüse oder sonstiges, was wir draußen vielleicht auch finden, lässt sich hier natürlich echt auch charmant, echt gut grillen und das auch eben ein bisschen versenkt, auch wiederum mit einem gewissen Windschatten. Also alles, fühlt euch frei, wir bleiben uns auch hier treu, alles ist wie Lego, ne? Und sucht euch eure Lösung, sie wird da sein. Oder was ich auch sehr geil finde, was ich im Winter auch gemacht habe, das ist natürlich auch eine Funktion, wo wir mit den erhöhten Kopf- und Fußteilen echt auch, wenn ihr mal mit 2, 2,5 Liter arbeiten wollt, dann haben wir 5 Liter Volumina für so ein kleines Ding. Also da lässt sich richtig was erzeugen. Ich habe da jetzt mal, ohne zu kochen, zur Winterzeit mit 2, 2,5er, mit dem kleinen Setup, habe ich einfach 5 Liter Glühwein auf dem Straßenfest erhitzt. Das hat echt keiner geglaubt, aber das geht. Ne? Und das verändert halt doch so einiges, wenn wir draußen sind. Logisch, es ist customized für unsere Scotty Boxen. Es gehen natürlich, wenn es denn sein muss, auch andere Utensilien da drauf, wie ihr gerade gesehen habt, auch unsere Tassen beim Booster. Ja, wenn wir das eben aber auch den Rost hier reinlegen, kommen wir noch weiter von der Hitze weg. Und was ich jetzt zum Beispiel hier ganz gerne mache, das ist, dass ich jetzt hier auch die ersten Backversuche unternommen habe mit meiner Tochter, die sehr, sehr begabt beim Backen ist und das sehr
verliebt. Und da haben wir zum Beispiel Zitronenkuchen gebacken und eben aber auch Brot gebacken. Oder wir haben geschmort, gegart. Alles kein Problem. Also wir können hier echt richtig geile Sachen machen. Und selbstverständlich haben wir das Ganze eben auch mit anständig Popcorn oder Käsefondue im Skigebiet auch entsprechend gemacht. Und ja, es ist einfach, es ist schnell, es ist auf den Punkt. Und der Mehrwert ist, es schmeckt, es ist geil und wir können es einfach ganz schnell immer wieder reproduzieren an allen Orten. Und das sind so die Mehrwerte, die wir auch als Outdoorer brauchen oder im Lifestyle einfach als Gamechanger-Lösung des Ganzen. Und dafür ist dieses Equipment gebaut, damit es euch draußen besser geht und dass ihr wirklich robuste Sachen an die Hand bekommt, die wirklich auch sehr, sehr, sehr lange halten. Dafür stehen wir, das finden wir gut und dementsprechend... Das ist unsere neue Offenbarung für euch. Ich bin aber noch nicht fertig, weil wir haben auch zum Beispiel bei unserer Scotty-Tasche auch noch mal kleinere Veränderungen vorgenommen. Und dazu muss ich auch sagen, das wird auch in den weiteren Serien der Scotty-Taschen, Basics und so weiter entstehen, weil wir haben die Klettverschlüsse umgesetzt und haben nun mal die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt hier in dem Modi, dass wir nachher, wenn der Grill dreckig ist und wir wollen den draußen ein bisschen sauber haben, haben wir hier die Möglichkeit des Erstellens einer Wasserbütt. Und diese Wasserbütt ist natürlich customized für alle Scotty Mini-Teile. Und deswegen macht ihr euch mit der Box auf dem Booster noch ein bisschen warmes Wasser da rein, Schuss Seife rein und dann mit einem Stahlschwamm aus dem Discounter könnt ihr euren Grill tipptopp überall sofort schön sauber machen. Für die Spießer draußen, die eben kein dreckiges Equipment wollen. Aber ich finde es auch ganz cool, weil wenn man länger auf dem Weg ist und hier und da mal auch echt vielleicht ein bisschen rauchiges Lagerfeuer hatte, dann will man den Ruß da rauskloppen, damit man das nächste Mal halt auch wieder Bock hat, das Ding zusammenzubauen. Das ist mein Vorschlag. Einfach. Easy. Ihr könnt aber auch bei den Bestandstaschen, die ihr bereits zu Hause habt, einfach 4 Klammern an die Seiten machen, wo der Klettverschluss noch nicht optimiert ist und dann habt ihr auch eine Wasserbütt. Die Tasche hat sich nicht geändert. Also das ist auch echt eine einfache Lösung, die ich gut finde, die hervorragend funktioniert und euch draußen auch wiederum Mehrwert gibt, weil ihr müsst nicht noch mal zusätzlich irgendwelche Reinigungsutensilien mitnehmen. Oder ihr nehmt das Ding einfach mit ans Wasser vorne am Ufer und schrubbt das hier ein bisschen sauber, ist auch okay. Aber das ist unser Angebot für euch. So viel erstmal zu unseren unglaublich neuen Produkten. Ihr werdet sie lieben, ganz, ganz dolle sicher. Und ja, dafür sind wir da und ich bin echt auf euer Feedback gespannt. Und bitte macht viel Content, bitte genießt es draußen mit unserem Equipment, versucht verrückte Sachen und vertraut immer und seid euch immer sicher, Scotty ist euer Freund. Er will immer dabei sein, deswegen nehmt ihn mit, er wird euch gute und treue Dienste erweisen. So viel zu uns, so viel erstmal zu unserem neuen Equipment. Ja, und was gibt es noch dazu zu sagen? Hopp, hopp, ab in den Shop. Wir sind bereit, let's go. Und genießt und probiert die neue Equipment-Serie von Scotty aus. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.